Moin, moin. Kommen wir zu einem kleinen Ausblick auf unser heißgeliebtes Pärchen Euro-US-Dollar. Und wir arbeiten uns heute von der Zeiteinheit von oben nach unten durch und gucken uns das Ding im Daily mal an. Ich mache das ganz bewusst öffentlich und stelle das allen Interessenten und so weiter zur Verfügung. Erstens mal, weil es meine Lieblingsformation ist und zweitens, weil bei uns eine... Community vor einigen Tagen die Diskussion laut wurde, als wir hier in diesem Bereich waren, weil es ist ungefähr elf Handelstage her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hier in diesem Bereich ungefähr, wurden die Stimmen laut, dass hier eine SKS entstehen könnte. Ich habe dazu nichts gesagt, sondern bin erst ein oder zwei Tage später darauf eingegangen, nachdem diese Kerze hier, diese Tageskerze fertig war, nämlich die vom 12.10., als diese Kerze fertig war, habe ich da Bezug drauf genommen und habe mich der Meinung angeschlossen, dass eine SKS entstehen könnte, aber nicht muss. Wie handeln wir sowas oder wie handle ich sowas üblicherweise? diese SKS an diesem Einstiegspunkt da oben also an dem Hoch der rechten Schulter da die handle ich nur wenn wir über diese Schulter einen Fehlausbruch kriegen entweder läuft der Kurs genau hier ran Genau bis an dieses High bei 1,19. 1,1910 war die Schulter. Das hatten wir auch immer prognostiziert, dass er dahin soll. Oder Plan B, er schießt hier durch. Er hätte durchschießen dürfen bis in den Bereich 1,1935, äh, 1,1940. Bis in diesen Bereich hätte er durchlaufen können, durchlaufen dürfen. Das war unser Idealszenario zu diesem Zeitpunkt. Anlauf der 1,1910, kurzer Spike an die 40 und dann dieses Szenario. Dann wären wir hier in diesem Bereich, im Schulterbereich bei 1,19 eingestiegen. Hätte, wenn, hätte, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gehabt und hätte der Hase gewusst, dass der Hund scheißen muss, wäre er nicht so schnell gelaufen. Hätten wir 300 Punkte mehr auf dem Deckel gehabt. Jetzt stellt sich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Wir haben hier das Tief, wir haben hier das zweite Tief, wir haben hier Schulter, wir haben da die zweite Schulter. Wir können es sogar in die Optik einfassen, so dass wir es zeitlich erfassen können. Dann haben wir hier Zeitfenster A und hier Zeitfenster B. Wir haben es letzte Woche in den Webinaren auch erklärt. Die Bullenzeit war hier zu diesem Zeitpunkt rum. Man konnte damit rechnen, dass er abschmiert. Die war hier schon abgelaufen, diese Nummer. Und jetzt wird es höchste Zeit. Wie kann man sie dann handeln, so eine SKS? Wenn wir den Fehlausbruch hier oben nicht kriegen und den Anlauf nicht fast tickenau mit der linken Schulter hinkriegen, ist für mich die Gegebenheit nicht so sicher, dass wir an der rechten Schulter an der Oberkante schon einsteigen können, weil solange besteht immer noch die Gefahr, dass er hier oben hinausläuft. Demnach können wir hier, wir haben am Freitag schon die ersten Short-Positionen aufgebaut, müssen aber einplanen, dass wir einen Rücklauf bis an die Nackenlinie kriegen, bis 1,1650, 1,1660. Ungefähr. In diesem Bereich sind wir sogar bei 1,1670. Ungefähr. Also bis dahin darf er zurücklaufen. Das müssen wir bei den STOPs berücksichtigen. Und wir haben als Ziel, die SKS regelkonform sind mit einem, wir müssen von dem Bruch anrechnen, also von da. Und damit haben wir. Ein Ziel genau in diesem Widerstandsbereich, was jetzt zur Unterstützung geworden ist von 1.12.40. Das heißt, wir haben noch 350 Punkte nach unten ungefähr Luft. Bis dahin, da haben wir die erste Zielzone. Ich weiß, dann wurden Stimmen laut, ja, wie SKS haben wir ja schon lange, aber die da angesprochen wurde, das ist die mit diesem Kopf mit dieser linken Schulter, mit der rechten Schulter. Dazu können wir ein paar Zeiteinheiten weiter runtergehen. Da haben wir sie. Und demnach ist diese SKS, die hier eventuell entstanden ist, ziemlich sauber sogar abgetaucht. Die ist fast aufgelöst. Linke Schulter, rechte Schulter. Warum ist die akzeptabel? Weil wir hier die Schulter haben. Wir haben keinen Schlusskurs über der linken Schulter, sondern wir haben nur die Schluss- und Eröffnungskurse hier mit der rechten Schulter bestätigt. Damit hätten wir hier die Nackenlinie. Aus der Nackenlinie errechnet sich dieses Ziel. Grobe Richtung. Wir müssen ja nicht auf den Tick genau gehen. Und demnach wäre das Ziel aus dieser SKS wäre das Ziel 1.1590 und dieses Ziel haben wir hiermit auch erreicht. Die ist lange abgearbeitet hier, dieses Thema ist durch. Wir können uns jetzt der höheren Zeitebene widmen, nämlich dieser Schulter, Kopf, Schulter und daraus errechnet sich das oben genannte Ziel, da die Nackenlinie ist fast waagerecht und damit können wir die das Ziel erweitern ab dem Bruch unten und damit landen wir genau da. Da haben wir dieses Ziel. Wie, welche Rückläufe müssen wir jetzt noch einplanen? Wir haben Ziel 1.12.42. Welche Rückläufe müssen wir einplanen? Als erstes Rücklaufziel können wir. Einplanen den Bereich 1,1670. 1,1670 kann sich errechnen aus dem 38er FIBO. Dort sollte die erste Bremse kommen. Da ist das Tief, da haben wir das FIBO, hier haben wir die Nackenlinie. Wir haben hier unten bei 1,1640 angefangen zu shorten, hier in diesem Bereich am Freitag und ich werde sogar in diesem Bereich bei 1,1670 werde ich die Position aufstocken. Stops gehen über diese beiden Tiefs hier, dort liegen sie noch. Dort bei 1, über der 1,1726, 1,1730 müssen die Stops im Moment platziert werden, auf Nummer sicher gehen und die Stop über 1,1940 zu packen ist mir zu heiß, das tue ich nicht. Ich warte dann hier das Verhalten ab. Grobe Richtung ist Short, volle Granate nach dem erfolgreichen Bruch der Nackenlinie und auch nachhaltig, auch mit Tagesschlusskurs darunter. Damit hat diese Formation Gültigkeit und ist auch erst dann hinfällig, wenn wir die Schulter nach oben durchschlagen. Solange ist diese ganze Nummer hier. Sehr wahrscheinlich, und wenn wir den Fibo da oben rechnen, können wir sogar runter bis zu 1150. Und ich glaube, diese Marke kennt der eine oder andere noch aus vergangenen Webinaren. Wir haben hier das Hoch, wir haben hier diesen Doppelboden. Also diesen Bereich hier, den könnten wir sogar durchaus bei der Short-Bewegung abfangen. Das sollten wir im Kopf behalten. Das heißt, grobe Richtung auch beim Scalpen. Beim Scalpen mit System nach Euro Pro heißt es Short ist bevorzugt gegenüber Long. Das schließt keine Long-Position aus, aber bei Long-Positionen müssen wir die Positionsgröße berücksichtigen. Das heißt, wir müssen sie kleiner machen und wir müssen, dürfen bei Short-Bewegungen, wenn wir uns Short reinscalpen, die Positionsgröße etwas erhöhen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes, langes Wochenende. Ihr habt zwei Tage Zeit, dasselbe zu analysieren. Schickt mir eure Meinung, schickt uns eure Analysen dazu. Ich habe für diese Analyse hier Snagit benutzt und habe auch mit Snagit diese Videoaufzeichnung gemacht. Wir haben eine Sammellizenz erworben für EuroPro-Systeme. Das heißt, ihr könnt eine Einzellizenz für euch bei uns bekommen für einmalige 35 Euro. Habt ihr die aktuellste Version, um solche Analysen zu machen und auch solche Zeichnungen zu machen, um uns diese als Hausaufgaben-ETC zukommen zu lassen. Im Sinne, euch einen schönen Sonntagabend, schönes langes Wochenende, Dienstag schönen Feiertag, euer Thorsten. Tschüss, tschüss.